Hallo, mal wieder ein neues Unboxing. Heute, man kann es leider nicht erkennen, das IMAX B6 AC, ein LiPo-Ladegerät. Natürlich kann man auch andere Akkus damit laden und noch viele andere Dinge, aber ich benutze es eigentlich nur zum LiPo-Laden. Habe ich günstig geschossen bei eBay für, müsste ich lügen, es waren glaube ich 25 Euro. Irgendwas um der Dreh, 25, 26 Euro circa. Und ja, packen wir es mal aus. Mal gucken, ob wir es hier hinkriegen mit einer Hand. Als Rechtshänder mit links immer ein bisschen schwierig. Der Karton hier, der ist leider total zerklebt. Den kann man gar nicht mehr richtig erkennen. Ja, der hat ein integriertes Netzteil, das war mir wichtig. Ich hatte keine Lust, noch extra ein Netzteil zu kaufen oder zu organisieren und jedes Mal anschließen. Das ist ja alles immer nur mehr Arbeit. Hier steht es nochmal, IMAX B6 AC. Das AC steht bestimmt für integriertes Netzteil. So, machen wir mal auf. Was guckt uns als erstes an? Die Bedienungsanleitung. In Englisch. Was auch sonst. Muss mal beiseite. Das Stromkabel, zum Glück mit deutschen Stecker. Ich hatte Angst, weil auf der Abbildung war US-Stecker. Okay. Komischerweise ist hier von Deutsch auf 3-Pol USA Adapter dabei. Okay. Was haben wir noch? Krokodilklemm. Wenn man jetzt draußen ist mit Autobatterie, das Ganze betreiben will, braucht man das. Was haben wir noch? Das ist zum Laden mit Tamiya-Stecker. Das war mir eigentlich egal, ob Dienst oder Tamiya, weil Tamiya habe ich einen Adapter auf Traxxas. Ich kaufe nur Traxxas-Akkus. Also, was heißt Traxxas-Akkus? Aber Akkus mit Traxxas-Stecker. Sonst das ganze Adapter-Gedöns da habe ich überhaupt keine Lust zu eigentlich. Hier haben wir noch ein paar. Haben wir nochmal Krokodilklemmen für Glühkerzen. JST, glaube ich. Und noch eine Krokodilklemme. Und hier haben wir jetzt das Herzstück. Das IMAX B6. Ich hätte es mir echt größer vorgestellt. Das ist ja echt winzig. Wenn dann erstmal nötig. Ich habe große Hände, aber es ist echt winzig. Und leicht vor allem, dafür, dass das integriert ist, ist es echt leicht. Hier haben wir jetzt den Anschluss für das mitgelieferte Kabel. Hier für die Krokodilklemme, wenn man das mit Autobatterie betreiben will. Balance-Stecker. Und Anschluss für LiPo. Unten drunter hat man nichts. Aber kein Lüfter dran. Okay, naja, ich werde es testen auf jeden Fall. Wenn nicht, dann besorge ich mir ein anderes. Das ist nicht das Thema. Ich meine, für so wenig Geld ein IMAX zu kriegen, finde ich es nicht besonders schlecht. Tja, das war's. Wenn ich das nächste Unboxing wird wo morgen kommen, schätze ich, von meinem Hobby King Zeugs, was ich bestellt habe, Lipos und Live Guard und oh, was ich alles bestellt habe. Und ja, bis dahin, bye bye und viel Spaß.